Was geht, Leute, und herzlich willkommen zu einem neuen FIFA 17 Squad Builder Showdown. Und heute gibt es mal wieder eine Transfer-Prediction. In 2 oder 3 Tagen endet die Transferfrist am 31.08. Und deswegen gibt es natürlich jetzt in den letzten Tagen noch einige Gerüchte. Und ihr habt es vielleicht mitbekommen, es gibt ein ziemlich unwahrscheinliches Gerücht vielleicht. Aber eventuell wechselt Messi zu Manchester City. Ich weiß nicht, Max, was hast du zu diesem Gerücht? Ja, Jungs, erstmal, was geht ab? Erstmal, dieses Gerücht kann natürlich stimmen, denn er hat seinen Vertrag nicht verlängert. Eine 300 Millionen Ablöse, das kann City easy zahlen. 300 Millionen für Messi, das ist ein Schnäppchen mit den Trikotverkäufen und so weiter. Und ja, Pep Guardiola trainiert City, deswegen ist das Ganze vielleicht doch nicht so unwahrscheinlich, wie man denkt. Die Frage ist nur, wird er Barca verlassen? Ja, das werden wir sehen. Ja, das Ding ist ja, ihr wisst es vielleicht, oder einige wissen es nicht, in Spanien hat ja jeder Spieler eine Ausstiegsklausel. Und wenn diese Ausstiegsklausel bezahlt wird, ist egal, was der Verein sagt, dann kann der Spieler wechseln, wenn er halt will. Und Messi hat jetzt, ich glaube, vor einem halben Jahr eigentlich seinen Vertrag verlängern sollen. Hat ihn bislang nicht verlängert. Das heißt, er hat seinen Vertrag noch nicht verlängert und das heißt natürlich vielleicht, dass er auch vielleicht weg will. Das heißt natürlich nicht unbedingt, dass er weg will. Aber natürlich jetzt durch den Wechsel von Neymar fühlt er sich vielleicht dann auch nicht mehr ganz so wohl. Ich weiß es nicht, Leute. Vielleicht hat das auch nichts damit zu tun, dass er seine Vertragsverlängerung nicht unterschrieben hat. Vielleicht doch. Wir werden es, denke ich mal, in den nächsten Tagen sehen. Wir machen heute auf jeden Fall diesen Transfer Prediction Showdown. No. Wenn es euch gefällt, lasst ein Like da, lasst ein Abo da und checkt natürlich auch die Folge bei Max aus. 5000 Likes sollten da wieder easy drin sein. Und dann würde ich sagen, bist du bereit? Dann können wir schon starten, oder? Ich bin ready und ich habe mich für diese schöne Formation entschieden. Okay, ich wollte gerade schon aufschreiben, aber warte, ich schreibe mal kurz auf. Einen Moment. Ich habe meine schon. Okay, ich kann dir jetzt schon sagen, du wirst, denke ich mal, 1000%ig nicht auf meine Formation kommen. Aber okay, fang jetzt mal bei mir an. Ja, hau mal raus. Ich hau mal raus und zwar habe ich die 3-4-2-1 Formation, Dreierkette in dem Squad Builder Show. Dann ist immer richtig, ist immer richtig kurios, aber okay, was hast du? Ja, natürlich keine Dreierkette. Der Typ riskiert alles. Ja, klar. Ja, ich habe die normale 4-3-3. Aber das kann natürlich sich aufs Spiel, sage ich mal, dann ich hatte bislang jetzt, ich hatte bislang schon 2 oder 3 Mal eine Dreierkette. Und das Ding ist, die Formation ist schon mal safe, weil da kommt man nicht drauf. Jetzt kommen wir zu deiner Formation. Das stimmt natürlich. Safe ist sie. Und ich kann dir sagen, ich habe eine 4-3-3. Aber welche? Es ist die zweite. Ich hab die 4-3-2-1. Okay. Gut. Okay, auch du darfst deine Formation behalten. Naja, okay, was soll's? Wir kommen also, wir haben jetzt zwei verschiedene. Okay, du fängst jetzt erstmal an. Wir können gleich anfangen. Linker Stürmer und Stürmer mache ich bei dir auch, ne? Ja, okay, dann machen wir doch so. Erstmal die Offensiven. Wir kommen zu den ersten Spielern. Vorher nochmal kurz die Anmerkung. Leute, am 1.9., ihr wisst es, kommen die neuen Nice-Shirts raus. Hier in grün seht ihr das Ganze auch mal. In rot und in blau natürlich auch. Diese drei Nice-Shirts kommen am 1.9. in meinen Shop. Und es gibt noch eine gratis Autogrammkarte von mir unterschrieben dazu. Hier seht ihr die Autogrammkarte nochmal. Also, falls ihr Bock habt auf eines dieser drei Nice-Shirts, könnt ihr gerne meinen Shop am 1.9. auschecken. Link ist in der Beschreibung. Wir kommen jetzt zu den ersten Spielern. Bist du bereit? Wir fangen bei mir an, okay? Du hältst schon hoch? Ich halte jetzt hoch, komm schon. Also wenn du diese Spieler hast, wäre schon ein bisschen witzig. Du wirst nicht drauf kommen, ich sag's dir, weil die Spieler sind genauso ungewöhnlich wie meine Formation. Mein Stürmer ist in Form Vieto. Der spielt in der, in derselben Liga und ist Argentinier. Das heißt, schon mal den Strong Link hier zu Messi. Und links wirst du auch nicht drauf kommen. Weil habe ich einen Spieler, den man auch nicht so oft sieht unbedingt in Squad Builder Showdown. Obwohl, doch, geht eigentlich. Aber nicht auf dieser Position, denn es ist Julian Draxler, der 86er in Form. Okay. Aber da kannst du nicht drauf kommen. Da kann man ehrlich nicht drauf kommen. Deswegen habe ich auch Suarez und Neymar. Hey, Mann. Ja. Du hättest ja nicht die PSG, du hättest ja auch die Barca-Version nehmen können, deswegen. Ja, okay, aber das war schon ein leichter Weg, muss ich sagen. Ja. Ich habe bei dir auch einen leichten Weg genommen. Allerdings kann ich jetzt schon sagen, nicht den Suarez-Neymar-Weg. Der war mir zu leicht. Aber auch einen leichten Weg. Ja, gut. Ja, habe ich genommen. So, warte mal. Ich pack auf jeden Fall schon mal den ersten Spieler rein. Und dann könnt ihr auf jeden Fall schon mal sehen, was ich hier mache. Und zwar, ja, laut deinen Aussagen kannst du da nicht drauf kommen. Denn ich habe ebenfalls Julian Draxler und Eddie Cavani im Sturm. Ich dachte, du sagst jetzt auch Vieto, Digga, da bin ich ausgerastet. Nee, Cavani und Draxler.
musste. Ich dachte gerade, du sagst jetzt Oviedo, das hätte gar nicht sein können. Okay, Morata und Ronaldo habe ich aufgeschrieben. Ja, okay. Ich dachte, weil ich habe den roten Morata, der ist hier gerade vorne bei mir auf der Bank. Deswegen habe ich einfach Morata aufgeschrieben. Na, okay. Das heißt, wir dürfen beide die Spieler behalten und jetzt kommst du in mein Mittelfeld. Du machst beide ZMs und rechtes und linke Mittelfeld. Das alles heißt, einige Spieler. Der Sturm steht und jetzt kommen wir bei dir zu 4 Mittelfeldspielern. Schon ein bisschen crazy. Also eigentlich müsste ich ja einen treffen hier, oder? Ich kann sagen, ich glaube, ich habe ein echt geiles Team gebaut, muss man sagen. Ich weiß nicht, du kannst ja gleich mal am Ende bewerten. Okay, wir fangen an im rechten Mittelfeld mit Dembélé. Links geht's dann weiter mit dem nächsten Dortmund-Spieler und zwar Marco Reus. Ja. Ich weiß nicht, ob du vielleicht auf Reus hätte man kommen können, vielleicht wegen Deutschland, wenn du die Schiene gegangen bist. Auf Dembélé kannst du eigentlich kommen, weil der kommt aus dem Nichts, glaube ich. Mhm. Dann im zentralen Mittelfeld geht es weiter mit Nzonzi auf der rechten Seite und links brauchte ich jetzt einen PSG-Spieler und das ist Matuidi. Das sind meine 4 Mittelfeldspieler. Ich hoffe mal, du hast keinen von denen. Matuidi ist wahrscheinlich der, den du am ehesten hast, wo ich am meisten Angst habe. Hau mal raus. Na gut, das mit Deutschland war gar nicht so schlecht. Da habe ich Lemar bei Draxler. Rechts habe ich Gareth Bale. Und in der Mitte habe ich erstmal Banega, der hätte jetzt eine Sevilla-Karte, das hätte perfekt gepasst. Und Matuidi. Ja, Mann. Easy. Mann, Alter, war zu leicht. Fresh Hit. Ja. Ich dachte wieder so, vielleicht ist jetzt zu leicht, dass du ihn nicht nimmst. Okay, du willst safe da deinen Bronzespieler, ne? Brauche ich gar nicht fragen. Pack einfach mal rein, das Ding da. Okay, aber komm jetzt mal zu deinen Spielern. Na gut, du kannst natürlich jetzt auch hier recht haben. Ich fange einfach mal an mit dem ZDM. Wollen wir einfach mal hier. Obwohl, warte mal, das ist gar nicht mein ZDM. Fangen wir mit meinem rechten ZM an. Das ist eine Legende und zwar Veyron. Messi kommt damit auf volle Chemie. Shit. Ja. Da habe ich gar nicht mit gerechnet, ey. Kacke, okay. Okay. Und dann im ZDM wollte ich eigentlich anfangen, habe ich De Rossi, Italiener. Und das heißt, ich habe auch einen italienischen Spieler von PSG. Und zwar Marco Ferrati, Team of the Season. Scheiße, hast du den nicht? Komplett vorbei. Oh. Rafinha, Casemiro und Matuidi, Digga. Oh. Shit, Fresh, ey. Das war nicht schlecht, Alter. Vor allem mit De Rossi und Vera. Das Ding ist, ich bin nicht darauf. Ja, okay, mit Veyron, das war verdammt gut, ey. Da bin ich da gar nicht drauf gekommen. Drauf, das ist dadurch ja auch. Mhm. Ne, da kommt man nicht drauf, weil es eine Legende ist und der dadurch natürlich auf volle Chemie kommt. Das heißt, ich habe einen Bronzespieler am Start. Du bist lang noch nicht. Aber ich würde sagen, das Ding ist, du musst jetzt eigentlich bei mir, weil ich eine Dreierverteidigung habe, weil es vielleicht sonst zu leicht ist, den Torwart zu erraten, alle machen. Deswegen würde ich sagen, machen wir jetzt alle Spieler, die noch ausstehen. Oh. Und los geht's zu den letzten Spielern, Digga. Jetzt bin ich wirklich gespannt, weil ich habe 5 Spieler aufgeschrieben. Und wenn ich da ganz ehrlich keinen errate, das wäre schon ziemlich schwach. Aber du fängst an, komm raus. Ich fange natürlich an und ich habe 4 Spieler für dich. Und ey, komm, ich muss eigentlich auch einen treffen, das ist sonst peinlich. Komm schon. Das Ding ist... Ey, das Ding ist, Jungs, ich hätte hier auch richtig viele Dortmund oder deutsche Spieler ausschreiben können, aber mal gucken. Das Ding ist, ich überlege gerade, dass du vielleicht drauf kommen könntest, weil einer eigentlich, also wenn du... Einer muss eigentlich, ne? Ich fange an. Einer muss. Ich weiß schon, wenn du meinst. Zwar einer von den beiden wahrscheinlich, die ich jetzt hier gerade reingetan habe. Und zwar einmal Sokratis und einmal Kolodziejczak, oder wie der Typ auch mal heißt. Er ist schon ziemlich offensichtlich, ganz ehrlich. Dann im Tor Jan Sommer und links habe ich einen Team of the Season, und zwar Willy Orban. Das Team wäre richtig geil gewesen, mit Matuidi jetzt noch drin. Ja. Wäre das Team echt fresh gewesen. Allerdings hast du ihn leider rausgehauen. Da spielt jetzt, du kennst ihn, die Legende. Gut, Alter, eine absolute Legende. Gut, wenn ihr wollt, dass wir mit diesem Typen auch mal einen Squad oder Showdown machen, Leute, dann lasst ein Like da. Der Typ ist eine absolute Legende. Okay, komm, was soll's? Laber ich nicht lange weiter rum. Hau raus. Ich hau raus. Wie sieht's aus? Ich kann dir sagen... Birki habe ich im Tor. Hummels habe ich gedacht als Team of the Season für Orban. Und du hast es gesagt. Kolodziejczak und Sokratis. Und komischerweise habe ich genau die beiden aufgeschrieben. Bam! Beide. Das Ding ist, Kolodziejczak war 100% safe. Ja. Aber Sokratis. Ja, der war offensichtlich, Digga. Ja. Sokratis hatte ich echt Glück, dass ich den aufgeschrieben habe.
Obwohl, ja, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie du es jetzt gedacht hättest, aber sonst hätte ich natürlich rechts einen Innenverteidiger von Dortmund gebraucht, wenn du Kolodziejczak für die Mitte angedacht hast. Mhm. Und wen gibt's da groß? Ja, obwohl Batra, aber Batra hat jetzt auch nicht die heftigsten Werte, muss man sagen. Ey, Mann, Digga, drei Bronzespieler, vor allem zwei in der Defensive. Aber da gibt's bestimmt das heißt auch gute Bronzespieler. Ich hab dich schon. Ja, es gibt schon gute und ich hab dich auch schon oft abgezogen mit zwei Bronzespielern in der Defensive. Hau raus, komm, deine jetzt, das wenigstens ein, bitte. Stimmt natürlich, so ich fang an. Mit dem Linksverteidiger. Und wen haben wir da? Einen Team of the Season. Und zwar Tagliafico. 97 Tempo. Nee, Digga, der Typ Tempo ist eine absolute Maschine. Und deswegen bin ich mir sicher, hast du den zweiten Innenverteidiger auch nicht. Das ist ein Argentinier. Und zwar Rodriguez. Der war, glaube ich, auch bei Florenz und in der La Liga. Shit, Digga. Ja, das ist schon eine komplett andere Richtung, ne? Du merkst es. Ja, ich merk's. Im Tor habe ich dann einen Team of the Season und zwar... Moment mal, wo ist der Typ? Den habe ich doch gekauft. Ich glaube, das war Guzman. Muss ich nochmal holen, aber ich habe ihn auf jeden Fall. Obwohl, ne, warte mal, wo ist denn mein Torwart? Muss mal kurz schauen. Hä? Ich habe den noch gekauft, warum passt der nicht rein? Chill mal. Hm? Wo ist der? Der ist nicht da. Hä, hey, was machst du denn? Egal, kauf ihn gleich. So, Jungs, und jetzt habe ich mein Torwart auch gefunden. Das Problem war, ich hatte eigentlich den Team of the Season, aber den gibt es nicht auf dem Markt. Deswegen musste ich jetzt hier diesen Lux nehmen. Hast du wahrscheinlich nicht aufgeschrieben, deswegen ist es, glaube ich, nicht so schlimm. Aber jetzt als Rechtsverteidiger und Innenverteidiger habe ich eine andere Liga. Und da bin ich mir vielleicht nicht so sicher. Denn ich habe zum einen... Caldara Team of the Season und Abate. Ey, Digga, das ist mein scheiß Ernst, Alter. Ich hab keinen Spieler richtig, Digga. Hä? Nicht? Ich hab Kosawa, Manolas, Johart, Rüdiger und Bonucci aufgeschrieben. Oh, ey, Mann, geil. Digga, das... Digga... Junge, wieder voll Team. Wen hat's jetzt im Tor? Lux? Ja, Lux. Der war ja auch bei, auch aus der La Liga oder so. Ja, Junge, das Ding ist, mittlerweile keiner spielt mehr irgendwie Ultimate Team, deswegen gibt's voll viele Karten auch teilweise nicht mehr auf dem Markt, ey. Vor allem das bockt mich, aber... Ja, egal, wen wolltest du vorher da denn? Diesen, keine Ahnung, wie der hieß, Armani oder so, keine Ahnung, hatte 87 oder sowas. Armani. Kein Plan, Scheiß Alter. Drauf. Okay, das heißt, du darfst ein volles Team behalten. Ich muss jetzt noch zwei Bronzespieler kaufen, Alter. Nee, oder habe ich noch welche? Schauen wir mal. Ach du Scheiße, okay, kaufe ich lieber neue. Wir sehen uns dann gleich im Game wieder. So, jetzt seht ihr nochmal die beiden Teams, aber dein Team ist ja vollständig. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße, Junge. Dein Team, Alter. Jetzt habe ich aber wieder Druck, Mann. Du spielst mit Dreierkette. Wow, okay. Ich gebe einfach mal Bestes. Ich spiele mit einer Dreierkette und davon sind zwei Bronze. Hä? Drei sogar. Was soll die Scheiße, Mann? Ey, drei, ja, okay, der zentrale Mittelfeldspieler, aber, naja, okay, wir schauen mal, wenigstens der Torwart ist okay, aber das wird verdammt schwer jetzt. Oh Gott, oh ja. Was, diese Bronzespieler? Toll. Mann, Alter, die sind immer am Ball, aber, Junge, ich könnte ausrasten, das ist die ganze Zeit dasselbe bei den Bronzespielern, die haben den Ball und verlieren ihn wieder, Ey, ich check das nicht. Die haben doch den Ball, die brauchen... Mann, Alter, ne? Spieler, Mann, ey, die regen mich so auf. Und guck mal, der spielt den Ball wieder. Cavani. Ich hab jedes Mal den Ball und ich spiel den immer. Oh Gott, ich könnte heulen, Alter. Ich kann ehrlich heulen, ey. Junge, guck dir diese Sache mal an schon wieder. Der hat den Ball, Alter, und gibt ihn wieder ab, ey. Ich hab nichts gemacht. Oh Gott. Guck dir das an, Alter. Oh Gott. Ich könnte ausrasten. Oh Gott. Was macht der Typ? Ey. Ich weiß nicht mal, ob der gerade den Ball getroffen hat oder ob der einfach... Was war das? Hä? Was war das für eine Aktion gerade schon wieder? Meine Cavani. Güte. Ey, guck dir das mal an. Jetzt Draxler-Tor nicht. Ey. Willst du was sagen, oder? Junge, 3:0, Alter. Mann, ey. Okay. Drei Spieler abstoßen. Digga, diese Bronze-Verteidigung, Alter. Die waren so... Ich spiele mit einer Dreier-Verteidigung, bin ich auch selber schuld. Und das sind zwei davon Bronze. Geil, Digga. Richtig geil. Okay, wir kommen zum Abstoßen, Leute. Eddie hat rasiert, Jungs. Hattrick von dem Typen. Rasiert. Eddie, drei Tore. Ja, Cavani, stimmt, Digga. Der Typ hat drei Tore gemacht. Okay, chill. Okay. Ich tausche mal kurz zwei Spieler oder so, dann bin ich ready. Okay, ja, ich hab's aber ein bisschen verteilt. Okay, hau raus. Du hattest drei Bronzespieler und ich glaube einfach mal, dass du zwei davon geswitcht hast.
Deswegen nehme ich deine Dreierkette, deine drei Innenverteidiger. Komm schon. Dann hast du dein Ding. Okay, ja, ich habe einen habe ich stehen lassen, diesen Doucouré. Das heißt, ja. Du hast einen Bronzespieler getroffen und zwei Informs. Einmal Steven Sonzi. Okay. Und Julian Draxler, der bei mir auch richtig scheiße war, Alter. Aber ich habe auch Kacke gespielt, ganz ehrlich, das lag an mir. Okay, Leute, das war's von diesem Squabbler-Showdown. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Messi war übrigens im linken, zentralen Mittelfeld. Ich habe mir schon gedacht, dass du eine Dreierreihe nimmst. Deswegen habe ich Messi aus dem Sturm weggetan. Weil ich dachte, entweder nimmst du meine Stürmer-Dreierreihe oder meine Defensive. Okay, das war's dann. Macht's gut, Leute. Haut da rein. Bis zum nächsten Mal. Lasst ein Like da, lasst ein Abo, wenn es euch gefallen hat. Checkt die Folge bei Max aus und ciao.